Killer da drüben. Ich habe hier gerade mit euch versucht, mal sachlich zu sprechen. Ihr behauptet ja, ich wäre ja ein Feind der Demokratie. Und wenn ich hier stehe und meine Meinung sage, und wir wollen die Demokratie abschaffen, weil wir mit Gewalt, habt ihr mir noch unterstellt. Ich meine, ich weiß nicht, was ihr jeden Tag trinkt oder sonst was durchnehmt, aber irgendwo hört ihr nicht zu. Kommt doch mal rüber hier, lasst uns doch mal sachlich sprechen. Wir wollen die Demokratie nicht abschaffen. Wir wollen die Demokratie in Deutschland wiederherstellen. Wir wollen eine offene Gesellschaft und keine Gesellschaft, die von Politikern und Wissenschaftlern uns vorschreibt, was wir tun sollen. Wir sind freie Bürger. Ja. Und der Professor Lüttke von der Leopoldina, früher mal haben sie abgelöst, der schreibt in seinem Buch Und die Freiheit? Fragezeichen, diejenigen Wissenschaftler und Politiker, die sich unter den Deckmantel angeblichen Gesundheitsschutzes zu Herren über unsere Würde, unsere Rechte aufschwingen, sind Feinde der offenen Gesellschaft. Alles, was jetzt getan wird, ist eine Generalprobe für neuen Totalitarismus, der Überwachung und Reglementierung einer kleinen Elite von Politikern und Wissenschaftlern zur Einschränkung unserer Grundrechte. Das schreibt ein Professor. Ja, und das solltet ihr alle lesen. Das ist doch eine ganz klare Meinung. So ein Mann wagt sich so weit aus dem Fenster, der hat ein super Gehalt, den geht's prima. Den lösen wir deswegen ab, weil er kritisch seine Meinung sagt. Und wir stehen nicht hier, weil wir mit Gewalt was ablösen wollen, sondern wir stehen hier dafür, dass wir wieder unsere Grundrechte bekommen und unsere Freiheit und nicht belogen werden und die Polizisten missbraucht werden. Ich habe mich gerade vorige Woche mit einigen Polizisten aus meinem Freundeskreis unterhalten. Ihr könnt ihr ruhig mal zuhören. Ihr seid diejenigen, die am Ende den Stress haben. Ihr werdet beworfen mit Flaschen und Gläsern und sonst was von absoluten Arschlöchern, die noch von der SPD-Stiftung unterstützt werden. Das wollen wir uns auch nicht für euch gefallen lassen. Ihr seid unsere Freunde, ihr seid unsere Helfer. Und ihr werdet jetzt auch benutzt, um irgendwelche Sachen einzufordern, die totaler Schwachsinn sind. Das wisst ihr ja auch alle. Aber wir müssen dafür sorgen, dass ihr keinen Stress bekommt. Und ihr müsst dann irgendwann auch mal sagen, es ist Schluss, macht mal krank oder irgendwas, nehmt doch die Scheiße auch nicht hin. Wir stehen hier für eure Kinder, die auch geimpft werden. Wenn ihr kritisch lest von kritischen Leuten, wollt ihr euch denn impfen lassen, wenn ihr gesund seid? Mit dem Risiko einer Notzulassung, wo keiner weiß, was am Ende rauskommt, wo Professoren wie in Dublin schreiben, dass ich eventuell dann Alzheimer-Entzündung bekomme nach 3 Jahren. Lest doch mal so ein Buch, das ist doch eine sachliche Argumentation. Das schreiben doch keine Verschwörungstheoretiker oder Querdenker oder Rechtsradikale. Ich bin auch kein Rechtsradikaler und kein, was weiß ich, Corona-Leugner. Wir haben doch seit 1000 Jahren Viren, die gibt es doch schon immer. Ja, im Krankenhauskeime gibt es auch schon immer. Über 100.000 sterben in Deutschland an Krankenhauskeimen. Gab es da schon mal Polizeieinsätze, gab es da schon mal irgendwelche anderen Sachen gegen diese Leute? Das müsst ihr auch wissen, dass hier vieles total unnötig gemacht wird. Wir werden hier eingeschränkt in unseren Grundrechten. Es wird Professoren wie Stören, andere behaupten, wissenschaftlich bewiesen mit Brandbriefen an die Bundesregierung, dass die Ansteckungsgefahr von Aerosolen im Freien nicht da ist. Zu was brauchen wir denn hier eine Maske im Freien, wenn keine Ansteckung gibt? Wir sind noch nicht im Karneval. Ich komme aus dem Harz und nicht aus dem Rheinland, habe ich schon mal gesagt. Wir lassen uns doch nicht zwingen, Masken aufzusetzen. Wenn die Stiftung Warentest und die DEKRA, ihr seid alle schlaue Menschen auch, sagt, dass die Maske nicht schützt, dann habt ihr doch keine Maske aufzusetzen, die euch nicht schützt. Und 17 Masken bringen Krankheiten. 17 Masken für Kinder, Atemnot und andere Dinge, das müsst ihr doch wissen, dass sowas schädlich ist. Ja, und da müsst ihr euch gegen wehren und sagen, mit euren Leuten sprechen und sagen, Jungs, überdenkt doch das mal. Es tut doch uns auch nicht gut, wenn wir im Dienst sind und immer Masken aufhaben, die eigentlich nicht gesund sind. Das muss doch nicht sein. Und wir werden hier ständig kontrolliert im Freien, wo wir eine Maske aufhaben, die uns noch Schaden zufügen. Das geht doch alles nicht. Ich bin Wissenschaftler, ich bin Ingenieur. Ihr könnt mich doch widerlegen, kommt doch zu mir in meinem Büro und dann diskutieren wir mit meinen Ingenieuren und von der DEKRA, die Prüfberichte zeige ich euch doch alle. Stiftung warnt, da ist doch alles wissenschaftlich belegt, dass die Masken keinen Nutzen haben. Ja, und deswegen müssen wir keine Maske aufsetzen, deswegen müssen wir gurgeln. Gurgeln ist die einzige Möglichkeit, den Lockdown morgen zu beenden. Gurgeln! Und das sage doch nicht ich, das sagen doch wissenschaftliche Studien. Fragt doch mal euer Vorgesetzten. Nicht gurgeln, sondern gurgeln! Fragt doch mal eure Vorgesetzten, ob die wissenschaftliche Studien lesen von Professor Zastrow. Das war mal der Chef vom RKI. Vom RKI der Chef, der war Chef von der Uvantis-Klinik, von großen Kliniken in Deutschland, bekannter Wissenschaftler. Und der sagt,
das Gurgeln mit Beta-Isodona oder 17 anderen Mundspülungen, gibt die verschiedenste, geht zu eurem Arzt, fragt ihn nach, was für euch das Gute ist. Manche sind doch nicht gesund, wenn man irgendwie bestimmte Krankheiten hat, also man muss auch da vorsichtig sein, aber ansonsten zweimal in der Woche vernünftig gurgeln, ein paar Tropfen ins Wasser und dann werden alle Keime in 30 Sekunden abgetötet. Also zu was muss ich mich denn impfen? Zu was müssen Kinder Tests machen in die Nase, wo sie krank werden? Durch die Nase schreiben wir uns verletzen. Du hast schon getrunken, der braucht nicht gurgeln. Wenn man hier noch trinkt, brauchen wir auch nicht gurgeln. 45% Alkohol ist auch schon nicht schlecht. Ja? Gurgeln statt schwurbeln, heucheln, entschuldigt bitte die Unterbrechung. Bitte vorne mit uns drauf achten. Wenn ihr seht, dass sich jemand nähert, der steht unter Alkohol und zwar ganz stark, bitte sagt uns rechtzeitig Bescheid. Vielen, vielen Dank. Ich möchte eigentlich nur, dass wir Toleranz zeigen. Die Frau Wagentech hat auch jetzt gesagt, Deutschland verliert Toleranz und Intoleranz gegenüber Andersdenkenden. Die Künstler wurden beschämt und beschimpft, dass sie dafür nicht Rücksicht nehmen, dass so viele Leute im Krankenhaus sind, dass so viele Intensivbetten benutzt werden. Und dass sie da, sagen wir mal, kritische Sachen singen und sagen, dass angeblich dadurch keine Rücksicht nehmen auf die Leute auf den Intensivbetten. Wer sorgt denn dafür, dass die Leute auf den Intensivbetten liegen, liebe Leute? Wer liegt denn da auf Intensivbetten? Das sind doch alles Leute, die Vorerkrankungen haben. Wie viele Obduktionen werden denn durchgeführt? Wir verlangen Obduktionen von allen und wissenschaftliche Nachweise, die auf Intensivbetten liegen. Warum sind die wirklich gestorben? Keiner ist Intensivbett gestorben und liegt da, der keine Vorerkrankung hat. Klar gibt es Corona, ich habe doch nicht gegen Corona. Und es gibt Mutanten aus Indien, China und Pakistan und Prenzlauer Berg und Henningsdorf, die kommen alle noch. Und Herr Söder sagt, wir müssen uns jede Woche neu impfen lassen, weil neue Mutanten kommen. Und wie viele Leute sind jetzt gestorben an den Impfungen? Wie viele Leute kriegen geistige Schäden? Das ist doch totaler Irrsinn, dass man mit so einem Schwachsinn und Impfstoffe, die nicht getestet sind, die Notzulassung haben, den Leuten verlangt, dass sie das machen. Jeder kann doch hingehen und kann sich impfen lassen mit was auch immer. Ich lasse mich doch nicht impfen um meine Kinder. Ich bin gesund. Ich nehme tibetische Kräuter, ich kriege keinen Herzinfarkt. Ich nehme Basenpulver, bin 70 Jahre und kerngesund. Ich esse alles und rauche sehr. Ja? So. Und das ist doch wichtig. Wir müssen Volksaufklärung zur Gesundheit machen und nichts anderes. Wir müssen dafür sorgen, dass in den Altenheimen vernünftige Arbeitsbedingungen sind. Seit 5 Jahren sind alle Intensivbetten in Deutschland schon voll überlastet. Wir haben kein Personal in den Krankenhäusern. 21 Krankenhäuser wurden geschlossen im schlimmsten Jahr der Pandemie. Fragt euch doch mit logischem Menschenverstand, wenn wir so eine große Pandemie haben, wieso kann man denn 21 Krankenhäuser schließen? Weil es nur um Profit geht. Es geht nicht um Menschlichkeit in den Krankenhäusern. Die wenigsten Krankenhäuser verdienen an Gesundheit. Die Ärzte verdienen nicht an Gesundheit. Meine Ärztin hat eine Blutuntersuchung machen lassen, alle 5 Jahre. Sagt sie, sie haben eine gute Durchblutung. Herr Herrmann, Sie sind nicht krank, was machen Sie denn? Ja, ich sage, ich nehme Basenpulver, mache Weitlauf, Kniebeugen und habe guten Sex. Ja, so, ich habe ein starkes Immunsystem. Sagt sie, so eine Patienten wie Sie will ich ja gar nicht haben. Sagt sie, das ist ja furchtbar, Herr Herrmann. Ich sage, wir brauchen ein Gesundheitssystem, wo jeder Arzt 1000 Patienten hat. Und wenn einer krank wird, der kriegt eine Schäßen, der wird im Lohn abgezogen. Aber der Arzt darf doch nicht Land verdienen, wenn ich krank werde. Das heißt, die manchen Leute werden ja erstmal krank behandelt. In den meisten Krankenhäusern sind die viel länger auf Intensivstationen als nötig, sagen selbst Leute. Und wenn 5000 Leute in Intensivstationen sind, sind wir völlig überlastet. Wir hatten mal 30.000 Intensivbetten. Und wir haben genügend Betten, wir haben nur kein Personal. Wer will denn im Krankenhaus arbeiten? Wer will denn unter diesen Bedingungen arbeiten? Eine Freundin von mir ist in ein Pflegeheim, in Altenheim. Das sind doch furchtbare Bedingungen. Für die paar Mark 50, die da arbeiten müssen. Die Pharmaindustrie verdient Milliarden mit irgendwelchen Impfungen, die keine Sau braucht, die Leute krank macht. Ich bin keine Jacke, ich bin voller Energie, ich bin gesund und fit hier. Ja, ich mache noch einen Kopfstand in eine halbe Stunde, wenn es sein muss. Ich hab Feuer in meinem Herzen. Und ich stehe hier für meine Kinder, ich stehe für die Polizisten und meine Freunde. Für die stehe ich alle hier. Ich bin Unternehmer, mir geht's noch gut. Bin zwar schon 70 Jahre alt, aber habe nur eine Stiftung zu begleiten, um Menschen auf dieser Welt zu helfen. Das ist mein Anspruch. Und Menschen in meiner Familie gesund zu halten, aber mich doch nicht zwingen lassen zu irgendwelchen Dingen, die total widersinnig sind.
Man kann mir noch kommen mit wissenschaftlichen Begründungen und sagen, Herr Herrmann, Sie haben Unrecht, die Maske ist sicher. Dann gehen wir ins Ticker-Institut. Da kann man ja sagen, die Impfung ist sicher. Dann besuchen wir die Leute, die schon gestorben sind, die Nebenwirkungen haben. Man kann auch sagen, in Altenheim ist alles prima. Dann gehen wir in Altenheim. Mein Vater war im Altenheim. Mein Schwiegervater war im Altenheim. Für 3.600 Euro werden die da im Altenheim gepflegt, auf dem Zimmer mit 15 Quadratmeter, was 1.600 Euro kostet plus Nebenkosten. Wer verdient denn an dem Altenheim? Nicht die Schwestern, nicht das Personal, irgendwelche profitgierigen Großkonzerne. Wir reden von Sozialität. 3 Millionen Sozialwohnungen hatten wir mal, jetzt haben wir noch 1 Million. Wer ist denn hier sozial? Das kann sich doch keiner mehr wohnen leisten. Wer verdient denn an den ganzen Schwachsinn außer der Großkapitalismus auf der gesamten Welt? Und dem müssen wir Widerstand leisten. Das ist unsere Demokratie, die wir einfordern. Und nicht irgendwelche Leute, wo wir uns gegenseitig aufhetzen, wie Masken hier rumstehen und uns böse sind aufeinander. Ist doch totaler Schwachsinn. Nochmal zum Thema Krankheit, ich habe das schon mal erzählt. Wenn wir so hinterher sind, dass keiner mehr stürmen soll, weil er eine Maske auf hat, dass keiner mehr, ich halte das aus, ich gehe auch nachts baden. Ja, gut, Tettel. Ja, so, dann sehen wir doch mal rein, sachlich. Ihr seid bei der Polizei, ihr habt eine gute Ausbildung. Mein Freund ist auch bei der Polizei. Kriminalhauptkommissar, der andere ist auch im Kolonnendienst. Ich kenne die Jungs, ich weiß, welchen schweren Job ihr habt. Ihr müsst ja mit so einem Chaoten rumschlagen, die euch Steine in den Kopf werfen. Also die würde ich zusammenprügeln ohne Ende. Aber doch nicht die Leute hier stehen, die was Besseres wollen für uns alle. Ja? Und wenn 100.000 Leute seit Jahren im Krankenhaus keimen sterben, dann sage ich doch, müssen Krankenhauskeime sein. Die Frage ist doch, warum lassen wir das zu? Ich bin Wissenschaftler. Ich sage euch, mit Photokatalyse, technisches Verfahren, kann ich die Krankenhäuser im Krankenhaus bekämpfen. Das ist seit vielen Jahren bekannt. Da sagt der Chef von der Charité, dafür haben wir kein Geld. Auch für Impfen, Masken und Polizeieinsätze haben wir Geld. Wo leben wir denn? Das ist doch Kasper-Theater, was hier durchgeführt wird. 150.000 Leute sterben in Deutschland an Diabetes, müsst ihr euch mal vorstellen, 150.000. Es gab noch nie einen Polizeieinsatz in die Zuckerindustrie, in die ganzen Chemiezeug, was in dem Essen drin ist, tut euch das doch nicht mehr an. Lasst euch den Schwachsinn nicht erzählen. 250.000 sterben an Herz- und Kreislauferkrankungen, 250.000, 350.000 an Krebs. Wurde da schon mal überlegt von der Gesundheitspolitik, wie machen wir das anders, indem eine Aufklärung stattfindet, gesunde Ernährung, gesundes Essen, Sport, Bewegung. Das ist doch das Entscheidende. Wir brauchen die Gesundheitspolitik und keine Leute, die uns hier krank reden wollen und impfen wollen, damit wir noch kranker werden. Das geht doch überhaupt nicht. Das dürfen wir noch nicht zulassen. Es gibt jetzt Haufen Selbstmorde in Deutschland. Jedes dritte Kind, auch eure Kinder, werden unter seelischen Schäden leiden. Wollt ihr, dass eure Kinder alle total verblöden, weil sie nicht mehr soziale Kontakte haben? Ich will das nicht, dass meine Enkel verblöden. Ich will nicht, dass meine Kinder schlecht behandelt werden. Ich überstehe alles mit 70. Aber meine Kinder haben eine scheiß Zukunft. Und ich stehe hier für die Zukunft meiner Enkel und meiner Kinder. Und eure Kinder, auch eure Kinder und Enkel, stehe ich hier, liebe Polizisten. Wir müssen uns in den Arm nehmen. Wir dürfen uns nicht aufhetzen lassen. Wir müssen uns verstärken und gegenseitig verstärken. Wir brauchen Vitaminoffensive im Altenheim, im Krankenhaus. Die Polizei muss in Altenheim, im Krankenhaus rumfahren, Vitamin-3-Tests machen und Vitamin-D verteilen und dafür sorgen, dass sie ein schönes Essen kriegen und dann nicht in 50 Quadratmeter zusammengefertigt sind und ja, nicht mehr miteinander kommunizieren. Das macht doch alle Leute fertig, versteht ihr? Das geht doch alles nicht. Dann kommen wir noch mal zur internationalen Verantwortung, liebe Putin-Freunde. Wenn ihr für Demokratie seid, 6,2 Millionen Kinder auf dieser Welt hungern. Wo ist denn da Demokratie in den Staaten, die ihr auch mitvertretet? Zwei Millionen sind nur in der Welt leider an Corona gestorben. Aber ich garantiere euch, davon waren 99% schon mal krank. Und das Ansteckungsrisiko bei Corona ist 0,3%, sagt Herr Strick. Dem wurde auch schon ins Mund verboten als Professor. 99,7% haben ja kein Risiko. Und wenn 99,7% eingesperrt werden, wie 0,3, die keine Vitamine haben und krank sind, ja, was ist denn das für eine Zahl? Ja, ist doch unfassbar, was die hier verblödet werden wollen. Das geht doch nicht so weiter. Und wir haben weltweit stinkende Sterbezahlen. Ja. Und Künstler werden diffamiert, wenn sie Kritik äußern. Und die unsere Medien machen doch noch mit. Das finde ich doch ganz toll, wie die Medien sagen, ja, das, ihr müsst euch doch mal legen, was ihr sagt. Ich kann doch sagen, was ich will. Ihr könnt auch sagen, was ihr wollt. Wir diskutieren. Und wir können uns gerne kritisch auseinandersetzen. Jeder darf auch eine eigene Meinung haben. Ich muss doch nicht eure Meinung haben. Ich bin für Frieden, Demokratie und gegen Gewalt. Gegen Gewalt, Jungs, da drüben. Wir sind nicht für Gewalt. Wir wollen Volksabstimmung.
Wir wollen auch offene Diskussionen. Wir wollen nicht immer dieselben Redner hören, wie Herrn Lauterbach im Fernsehen, der irgendwo angestellt ist und eine Impfung verdient, der schlechte Zähne hat und keine Freundin. Wir wollen auch andere Professoren hören. Pleite, 960.000 Unternehmen. Wer bezahlt euch denn, liebe Polizisten? Das Volk bezahlt euch doch, nicht die Politiker. Und wem bezahlen wir als Volk? Die Politiker. Wir sind doch der Souverän. Ihr müsst uns doch beschützen vor den komischen Politikern, nicht umgekehrt. Ja. Wir müssen dafür sorgen, dass wir vernünftige Politiker in demokratischen Abstimmungen, in Volksabstimmungen nicht mit Gewalt wählen. Aber alle müssen aufgeweckt werden, dass die jetzigen Politiker, die da sitzen, doch nicht immer unsere ganzen Interessen vertreten. Deswegen bin ich für die Reduzierung des Bundestages. Wir brauchen 150 Abgeordnete im Bundestag, das reicht doch völlig aus. Und wenn die nicht unsere Interessen vertreten, dann müssen die da weg. Die dürfen keine Nebenposten haben bei Pharma, Banken und Energielobby. So, und jetzt komme ich doch noch mal zu meinem Job. Jetzt, ihr habt doch jetzt gesagt, es gibt ein neues Gesetz. Ihr werdet euch fürchten, was auf euch zukommt. Ein historischer Tag, schreibt jetzt hier, die Bundesverfassungsgericht hat den Klimaschutzplan der Bundesregierung entlarvt. Was bedeutet das für euch denn? Es gibt Strom auf Zuteilung in Zukunft. Ja, und wer bekommt den Strom als erstes auf Zuteilung? Die armen Leute, 60% der Kranken sind aus Immigrationsfamilien, aus Armhäusern. Ja, da kommen die meisten Sterbefälle her, weil die eng zusammenholen, eng zusammenstehen und keine Vitamine haben, vielleicht nicht Deutsch können. Da kümmert euch doch drum, dass es denen nicht schlecht geht. Und wenn die haben, und Klimapolitik heißt, nur noch die guten Leute können sich Elektroautos leisten. Wie werden die hergestellt? Von armen Schweinen in Afrika, in Kobaltminen. Ja, das ist doch soziale Politik und das ist tolle grüne Politik. Wollt ihr so eine Grünen wählen, die sowas vertreten? Nein! Ja. Ja, Elon Musk dachte gerade, weiß ich ja, baut ein großes LE-Werk im Naturschutzgebiet. Ist doch auch schön, weil hunderte Bäume, tausende Bäume abgefällt. Er kriegt natürlich 90% Fördergelder. Und die Bundesregierung sieht nur dämlich, dass sie glaubt, er schafft da Arbeitsplätze. Das wären alles Billiglohnsarbeitsplätze, vor allem von Leuten aus anderen Ländern. Und die deutsche Autoindustrie fährt den Bach runter. Ich bin Wissenschaftler. Ich kann euch beweisen, dass ein Elektroauto überhaupt nicht umweltfreundlich ist. Kein Elektroauto auf dieser Welt kann umweltfreundlich sein, weil die Herstellung des Elektroautos nicht im luftleeren Raum entsteht, sondern besteht aus Selen und anderen Sachen, die umweltschädlich sind und Kinder dafür Zwangsarbeit leisten müssen. Wir fahren hier umweltfreundliche Autos und in Afrika sterben die Leute dafür. Wir bauen Autos, die in Bulgarien entsorgt werden, unsere Autos, und wir machen Umweltpolitik, die freundlich ist. Wir schaffen Atomkraft ab und in Polen bauen sie neue Atomkraftwerke. In China 80 Kohlekraftwerke neu. Ja, und wir schaffen alles ab. Wir brauchen eine neue Energiepolitik. Und ich sage euch, wie? Und da könnt ihr den Beitrag leisten. Übernehmt Verantwortung selber. Verlasst euch nicht auf den Staat. Schließt euch zusammen mit euren Hausgemeinschaften, Wohngemeinschaften in euren Unternehmen und baut eine komplette autarke, dezentrale Energieversorgung für euch auf. Dann habt ihr den Strom nicht mehr auf Zuteilung, sondern selber. Ich habe das technisch mit mehreren Ingenieuren gelöst. Ich kann euch zeigen, wie das geht. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schicken. Ich habe in ganz Deutschland eine große Energiegenossenschaft gegründet. Schließt euch an und sorgt dafür, dass ihr nicht mehr Zuteilung bekommt, sondern Selbsterzeuger werdet. Das ist technologisch einfach mit Solekühlung, Erdwärme und vielen anderen Dingen und wird sogar vom Staat noch bis 80% gefördert. Also nutzt die Chance. Ich sage euch eins, diese Förderungen werden nicht mehr so ausreichend zur Verfügung stehen, weil der Staat irgendwann finanziell am Ende ist. Also packt das an, bevor sie euch den Strom abdrehen. Und sorgt dafür, dass mit euren Freunden Energie-Eigenversorgungsdörfer gründet und Naturprodukte in Permakulturfeldern selbst produziert. Ja, das ist wichtig, wenn es wirklich knallt. Mein Opa war kleiner Bauer, der hatte drei Hühner und kleinen Acker, der konnte sich selbst versorgen. Meine Oma konnte schneidern, die konnten tauschen. Wenn die Erde zusammenbricht, braucht ihr Essen und Trinken. Also wenn ihr genug Strom und Wärme habt und natürliche Permakulturfelder mit Hügelbeeten und Permakulturgewächse aus Erdwärme, dann habt ihr genug zu essen, zu trinken, dann geht es uns schon mal allen nicht schlecht. Ja? Und das kann man auch in Afrika machen. In Afrika haben wir dafür gesorgt, dass die Hühner abgeschafft wurden, weil unsere großen Fleischkonzerne denen ein paar Knochen liefern und da sind die Bauern pleite gegangen. Das ist unsere Höchstpolitik für das internationale Volk. In Afrika haben sie keine Brunnen mehr, da müssen sie jetzt Cola trinken. Das ist die Weltpolitik, diese Heuchelei, die hasse ich bis zum Grunde.
Aber ihr seid doch die Aufgeklärten. Wir sind hier die Helden. Wer steht denn hier bei Regen in Deutschland, hier auf dem Platz? Ihr seid die Helden. Wir sind die Helden. Ich habe keine Langeweile. Ich habe eine tolle Frau zu Hause. Ich habe andere Sachen noch zu tun, als hier zu stehen. Aber ich kann nicht schweigen. Ich hatte ein DDR-Berufsverbot als Journalist, da wollten sie mir das Wort verbieten. Und ich lasse mir kein Wort verbieten. Und ich lasse nicht zu, dass wir uns mit solchen jungen Polizisten jetzt streiten und böse sind. Wir stehen noch für eine Sache. Wir stehen noch für Gesundheit, für Frieden, für Solidarität und nicht für Verkasperung und Veralberung von irgendwelchen Leuten, die was anderes wollen und uns gegenseitig aufhetzen wollen. Wir haben noch keinen Grund, uns aufhetzen zu lassen. Uns geht es hier noch einigermaßen in Deutschland. Aber schon jedes fünfte Kind hungert in Deutschland. Da ist doch auch viel zu tun. Lass uns doch da mal beginnen. Jede fünfte Frau geht schon betteln als Rentnerin und Flaschen sammeln, weil sie von dem tollen Deutschland, wo es allen so gut geht, wie sie eine Dame sagt, toll gefördert werden. Das ist doch alles verlogen. Ja, wir brauchen eine ganz andere Sozial- und Umweltpolitik und wir brauchen eine andere Wirtschaftspolitik. Es kann doch nicht sein, dass einige Leute auf dieser Welt 5 Yachten fahren und woanders tausende Kinder hungern. Es kann doch nicht sein, dass einige Leute jetzt in der Politik an Masken verdienen, an Maskenproduktion Politiker, die ja keinen nützen. Und solche Leute sind vielleicht noch ein Amt im Wunde, kriegen eine Rente. Also wer duldet das? Haben wir, sind wir die Demokratie? Haben wir das Wahlrecht und die Freiheit, über solche Leute mitzubestimmen? Die Wahlen werden kommen. Wir brauchen Volksabstimmung und wir brauchen mutige Bürger. Und ich fordere euch auf, seid mutig, lasst euch nicht einschüchtern. Viele trauen sich ja nicht mehr raus. Ja, aber was kann im schlimmsten Fall passieren? Schlimmer ist, wenn wir alle pleite sind und Deutschland ein Entwicklungsland. Das kann kommen. Und dafür wollen wir nicht sorgen. Ja, jeder von euch muss aufklärend helfen, muss dafür sorgen, dass viele, bringt 10 Leute mit, dass viele hier gemeinsam an Dialog teilnehmen, dass viele sich engagieren für ein gutes Deutschland, für eine gute Welt, für Frieden und Gerechtigkeit. Leistet Widerstand in Frieden und setzt euch dafür ein. Nur wir gemeinsam, jeder für sich, muss Verantwortung übernehmen. Wartet nicht auf andere, ihr habt es selbst in der Hand. Ihr seid stark. Ja, ein Finger kann man brechen, 10 Fäuste nicht. Wir lassen uns das nicht bieten, wir machen das in Frieden, aber wir sind absolut konsequent. Und dazu fordere ich euch auf, im Namen von Schiller, wie ich euch schon gesagt habe, die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Und Goethe hat gesagt, geh, gehorche meinen Winken, nutze deine Jugendtage, lerne zeitig klüger sein, denn die Zunge auf des Glückes Waage steht nur selten ein. Du musst herrschen und gewinnen oder dienen und verlieren, leiden oder triumphieren. Was wollt ihr? Wir wollen triumphieren im Interesse der Menschen, gemeinschaftlich zusammenstehen. Und ich danke den Thorsten, dass er sich so engagiert. Und ich danke euch. Die Sonne ist da, Licht im Herzen und viel Kraft und Energie. Und wenn ihr Hilfe braucht, Energie bei mir melden. Und alles andere kriegen wir gemeinsam hin. Ich danke euch von Herzen. Vielen, vielen Dank. Jeden Montag, wenn du hier erscheinst, ist das eins der absoluten Highlights. Ich wünsche mir, dass du die nächsten Montage bei uns bist und ich wünsche mir, dass du vor allem am Pfingstmontag bei uns bist und dort erwarte ich an diesem Tag ganz, ganz viele Menschen und du hast es verdient vor nicht. Und ich habe Hochachtung vor jedem, der heute hier ist. Danke, dass ihr hier seid. Nur Pfingsten erwarte ich 10, 100 Mal so viele. Und dann hast du das Publikum, das du verdienst. Da muss ich meinen Hascher fragen. Ich habe nämlich auch einen Hascher. Das ist meine Lebensabschnittsverschönerungsgefährtin Barbara. Nur sind diese noch mal mit. Ich habe nur einen Chef. Ich will sie mitbringen. Sie hat richtig Angst für mich. Bernd, du hast ein DDR-Schulberufsverbot, ja. Meine Freunde, ich habe einen Freund in Mallorca, die haben sich das Konto gesperrt. Udo Grube, müsst ihr mal vorstellen, weil der ein paar kritische Sachen veröffentlicht. So weit gehen die. Muss ich sagen, wenn ich jetzt nicht rausgehe, wer soll denn sonst rausgehen? Ich kann mich doch nicht jetzt hier in den Ofen verstecken. Ihr werdet mich schon versorgen, wenn sie mich irgendwo mal abholen. Ja, ich habe auch keine Angst davor. Wir können keine Angst mehr haben. Es ist 11:55 oder nach 12. Wenn wir jetzt nicht rausgehen, ist es vorbei. Liebe Barbara, verzeih mir, aber ich bin Montag jetzt wieder hier und wir haben alle Herzen und Mut und wir sind kräftig.
Und wir lassen uns nicht einschüchtern mit Angst, das ist das Schlimmste, was es geben kann. Ja. Genau! Bernd, bring die Barbara mal mit. Nächsten Montag. Versuch das mal.